Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend ist der Abend des 11. November 2018. Der Montag ist angefangen, weil der Tag fängt mit der Nacht an. Klingt blöd, ist aber so. Das ist biblisch, also treffen wir uns eigentlich Montagnacht. Weil, was wir Montagnacht nennen, das ist dann eigentlich schon Dienstagnacht. Gut. Genug von der Verwirrung. Wir lesen heute zum 9. Mal in dem Buch Romanismus und die Reformation. Ich bin ziemlich erstaunt, dass wir da gar nicht so unglaublich viel fortschreiten, aber das wundert mich im Grunde auch nicht, weil unglaublich viele Erklärungen neben dem Buch auch hier und da noch nötig sind, wie zum Beispiel letzte Woche, wo wir fast ausschließlich von der Oxford-Bewegung und dem Emanzipationsakt gesprochen haben, der uns ein wenig mehr erklären sollte, was Henry Cretton Guinness in seinem Buch nur ganz kurz anspricht. Er sagt, in den letzten 50 Jahren oder 60 Jahren war ein richtiges katholisches Wiederaufleben in England. Und wir haben mit Emanzipationsakt und Oxford-Bewegung erklärt, was das für ein Wiederaufleben war, was da zugrunde lag, wie das im Grunde entstanden ist. Deswegen haben wir nicht so viel in dem Buch lesen können. Heute wird das ein wenig mehr, aber ich kann euch sagen, ich habe Dinge rausgesucht, dass wir auch wieder andere Dinge lesen daneben und vor allen Dingen, ganz wichtig, dass wir auch Bibellesen integrieren dabei, weil der Henry Cretton Guinness bezieht sich im Vortrag 3, den wir heute auch noch lesen werden, ein wenig auf die Bibel, erwähnt da zwei Bibelstellen und die Bibelstellen werde ich vollständig lesen. Aber jetzt fange ich erstmal an und dann werden wir da anfangen, wo wir im Grunde vorletztes Mal aufgehört haben. Nämlich hier auf Seite 17 in dem Vortrag 2, wo wir dann hier natürlich in dieser roten Fußnote hier Oxford-Bewegung und Emanzipationsakt uns näher erklären haben lassen letztes Mal. Aber da wir im Grunde nur diesen einen Absatz gelesen haben, fange ich nochmal von vorne an, lese den ganzen Absatz nochmal, der immer noch handelt von dem Thema dieser zweiten Vorlesung, nämlich die Daniel-Prophezeiung des Romanismus, Teil 2. Und dann gehen wir von hier bis zum Ende und dann in Vortrag Teil 3, den ihr oben schon seht. So, ich habe wieder meinen Film vorbereitet, der daneben beilaufen kann. Und dann haben wir immer ein paar bewegte Bilder daneben. Das ist ja auch nicht so schlecht. So, Autor sagt, nun habe ich zu Beginn dieses Vortrags einige Fakten erwähnt, die auf ein sehr beträchtliches Wachstum des päpstlichen Einflusses in England während der letzten 50 bis 60 Jahre hindeuten. Das hatten wir dann letzte Woche deutlich besprochen, welcher päpstliche Einfluss das ist, der zu dem beträchtlichen Wachstum geführt hat. Viele richten ihren Blick auf diese Tatsachen, um den Eindruck zu bekommen, dass der Romanismus in der Welt allgemein an Boden gewinnt, also nicht nur in England, sondern allgemein in der ganzen Welt. Dies ist bei weitem nicht der Fall, wie ein Vergleich der Position des Papsttums im 13. Jahrhundert und der beiden folgenden mit der Position des Papsttums, die es jetzt im 19. Jahrhundert innehat, deutlich aufzeigt. Damals übte Rom tatsächlich die Herrschaft aus, die es jetzt nur noch beanspruchen kann. Damals, mit der Zustimmung seiner Barone, stimmte der König von England zu, sein Königreich als Lehnsherr des Papstes zu halten und ihm jährlich 100.000 Mark als Anerkennung zu zahlen. Könnten Sie sich vorstellen, dass Königin Victoria und die Lords und Bürger von England jetzt zu so etwas zustimmen würden? Damals stand der große und tapfere Kaiser von Deutschland 3 Wintertage und Nächte lang barfuß im Hof seiner Heiligkeit und wartete auf die Ehre einer Audienz, in der er den Papst um Verzeihung bitten konnte, weil er als unabhängiger Monarch gehandelt hatte. Könnten Sie sich vorstellen, dass Kaiser Wilhelm von Berlin oder Mutti Merkel das heutzutage in 2018 tut? Alles, was ich jetzt gerade eben vorlese, haben wir letztes Mal bereits besprochen, deswegen gehe ich da nicht weiter drauf ein. Wo immer es ihm gefiel, sagt der Autor, konnte der Papst damals in jedem Land nach Lust und Laune alle religiösen Befolgungen aufheben, sogar die Beerdigung der Toten und die Heirat der Lebenden. In welchem Königreich könnte er das heute tun? Lange nachdem seine absolute Herrschaft verschwunden war, hatte der Papst sogenannte Konkordate mit verschiedenen Nationen, in denen vereinbart wurde, dass sie ihn als Gegenleistung für die geistliche Unterstützung ebenfalls unterstützen würden, wenn ihm die letzte Spur seiner zeitlichen Herrschaft gewaltsam genommen würde.
Direkte politische Macht hat er derzeit keine. Ja, wir sprechen vom Ende des 19. Jahrhunderts, die Zeit, wo die tödliche Wunde aus Offenbarung 13 gewirkt hat. Ich muss mal eben sehen, ob ich das hier richtig eingestellt habe. Nee, ich muss das auf Rot stellen. So, dann machen wir mal weiter. Also, die Wunde der Offenbarung 13 war in voller Wirkung und deswegen sagt der Autor hier, dass er im Augenblick, der Papst, keine direkte politische Macht hat, weil die Wunde hat ihm ja die temporäre, die weltliche Macht genommen für die Zeit. Also, die 10 Könige, na, immer noch zurückgehen auf die 10 Könige, in die das heidnische römische Königreich oder Kaiserreich 476 zerfiel. Diese 10 Könige als solche haben sein Joch völlig abgeschüttelt. Und er selbst hat keine souveräne Gerichtsbarkeit mehr. Seine Territorien wurden ihm genommen, ebenso wie seine Herrschaft. Dazu müssen wir natürlich wissen, dass die Territorien vor allen Dingen die päpstlichen Staaten sind, wie Verona, Milano und ich weiß jetzt gar nicht, welche das alle waren. Das kann man sich ja mal in Wikipedia nachgucken. Der Papst hatte einige päpstliche Staaten in Italien und die wurden ihm genommen, dadurch, dass Garibaldi eben die italienische Republik gegründet hat. Auch der einst riesige Reichtum ist verschwunden. Die riesigen Landgüter der Klöster wurden größtenteils konfisziert und säkularisiert. Aber die größte Tatsache in diesem Zusammenhang ist die Zahl derer, die seinen religiösen Anspruch abgelehnt haben. Auf dem Laterankonzil von 1513, wo ich hier in einer Fußnote einen Link zu Wikipedia gebe, wo ihr euch über das Laterankonzil mehr informieren könnt. Auf dem Laterankonzil von 1513, nachdem die sogenannten Ketzer durch Feuer und Schwert zum Schweigen gebracht worden waren, sagte ein Redner, der sich an den Papst wandte, Zitat, der ganze Leib der Christenheit ist jetzt einem Haupt unterworfen, dem euren gleich. Niemand widersetzt sich jetzt. Niemand widerspricht jetzt. Ende Zitat. Das war also das Brüsten der römisch-katholischen Kirche 1513, wenige Jahre vor der protestantischen Reformation, wo die römisch-katholische Kirche sich gebrüstet hat, dass, wie es hier steht, die ganze Christenheit jetzt dem Haupt des Papstes unterworfen ist. Es widersetzt sich niemand mehr. Die Häresie ist ausgerottet. Durch die Inquisition und inquisitorische Kriege wurde die Häresie aus Europa ausgerottet. Und Rom war auf dem Zenit seiner Macht. Und genau dann, wenn sie denken, sie sind ganz oben, dann fangen sie auf einmal an zu fallen. Tja, das Konzil, und wir sprechen jetzt hier von dem 5. Laterankonzil, wo ich davor den Link bereits gegeben hatte, dieses Konzil erklärte in der 8. Sitzung am 19. Dezember 1513, dass der Mensch eine individuelle und unsterbliche Seele besitze, was die Voraussetzung für eine persönliche Unsterblichkeit ist. Nur wir wissen alle, dass in der Bibel von einer unsterblichen Seele keine Rede ist. Ja? In der Bibel steht ganz deutlich geschrieben, als Gott den Menschen erschuf, aus dem Boden, aus der Erde hat er ihn gemacht, aus Staub hat er ihn gemacht, und er hat ihm den Odem des Lebens in die Nase geblasen und dadurch wurde der Mensch eine menschliche Seele. Er wurde eine Seele, nicht er bekam eine Seele. Und hier in dem Laterankonzil wird eben erklärt, dass der Mensch eine individuelle und unsterbliche Seele besitzt. Deswegen haben wir die ganze römisch-katholische Falschlehre von zum Beispiel, meine Mutter stirbt und die guckt jetzt vom Himmel auf mich runter. Ja, das kennt ihr ja gut genug. Kommt in vielen Filmen und war eh nicht überall vor. Deswegen brennen sie auch in der römischen katholischen Kirche ständig Kerzen ab, weil Kerzen sind ein Symbol für die unsterbliche Seele. Und das wurde auf dem Konzil erklärt. Nun, ich finde das eine interessante Parallele, dass wir sehen, dass einerseits hier auf dem 5. Laterankonzil die individuelle unsterbliche Seele als Besitztum des Menschen erklärt wurde. Und wenn wir dann ein paar hundert Jahre weitergehen, 1870, das erste Vatikanische Konzil, da wurde dann die Unfehlbarkeit des Papstes erklärt. Also jeweils in einem Höhepunkt der päpstlichen Macht, obwohl der Papst 1870 seine weltliche Macht verloren hat, aber spirituell hatte er viel Macht in der Zeit,
erklärt man ihn für unfehlbar und 1513 setzt man eine Lehre als römisch-katholisches Dogma ein, die die individuelle unsterbliche Seele erklärt. Etwas, was absolut unbiblisch ist. Aber wie gesagt, da könnt ihr auch selber nachforschen, in dem 5. Laterankonzil, das kann man auf Wikipedia ganz leicht finden. Eine unbiblische Lehre. Und trotzdem, obwohl das erklärt wurde in diesem Konzil 1513, war damals die römisch-katholische Kirche von der Überzeugung, dass der Regierung des Papsts nichts mehr entgegensteht, dass alles ihm unterworfen ist, genau wie in diesem Satz gesagt wurde. Heute, fährt der Autor fort, also Ende des 19. Jahrhunderts, gibt es etwa 150 Millionen Protestanten in der Welt. Also in der Zeit von 1513 bis 1888, von niemand, der dem Papst noch widerspricht, haben wir 150 Millionen Protestanten. Ist die Herrschaft des Papsttums denn nicht verzehrt worden? Können ein paar tausend Verdreher in England viel gegen diese erstaunliche Tatsache aufwiegen, dass 150 Millionen Menschen nicht mehr dem Papst von Rom unterworfen sind, noch dem Lama von Tibet? Wenn wir alle 12 Jahrhunderte der päpstlichen Geschichte berücksichtigen und uns daran erinnern, dass diese Emanzipation nur zu den letzten 3 Jahrhunderten gehört, müssen wir zugeben, dass der vorhergesagte Verschleiß erhebliche Fortschritte gemacht hat. Die politische Herrschaft und der weltliche Besitz sind verschwunden. Das Papsttum ist kein Königreich mehr, das wurde ihm 1866 genommen, sondern nur noch eine kirchliche Macht. Und wenn man die griechische Kirche mitzählt, also die orthodoxe Kirche, gibt es weit mehr sogenannte Christen außerhalb als innerhalb der bleichen, lateinischen, abtrünnigen Kirche. Der Punkt ist, dass der Autor hier sagt, man muss natürlich aufgrund des Schismas von 1054, wo sich die griechisch-orthodoxe Kirche von der westlich-römischen Kirche abgesetzt hat, mitzählen. Zählen wir die 150 Millionen Protestanten und noch andere Religionen, zählt man dann die griechische Kirche mit, also die anderen Religionen lassen wir jetzt mal eben weg, zählen wir halt nur die sogenannten Christen zwischen Anführungszeichen, also die Orthodoxen und die Protestanten, dann gibt es mehr Christen außerhalb als innerhalb der bleichen, lateinischen, abtrünnigen Kirche. Der Fehler, den wir hier natürlich dann ganz leicht machen können, ist, dass wir die orthodoxen Griechen oder die orthodoxen Russen, die ja katholisch sind, eben auch als Christen anrechnen. Und den Fehler dürfen wir nicht machen, weil sie sind zwar keine römischen Katholiken, aber sie sind Katholiken. Die ganze orthodoxe Kirche, sowohl westlich-orthodox, das heißt lateinisch-römisch oder römisch-lateinisch, als auch die östliche Kirche, also griechisch-orthodox oder russisch-orthodox, sind Katholiken. Ja, die haben dasselbe Basisprinzip und das ist eben nicht christlich. Nun, diese Eigenschaft der Vorhersage ist dann ebenso eindeutig dem Romanismus zuzuordnen wie alle anderen auch. Lassen Sie mich fragen. Kann mir irgendjemand eine weitere Macht benennen, in der sich all diese Zeichen oder zumindest die Mehrheit von ihnen widerspiegeln? All die Zeichen, von denen wir bereits gesprochen haben und jetzt von denen wir noch sprechen. Es sind 8 an der Zahl definitiven Charakters. Die Prophezeiung legt den Finger auf den Ort, an dem wir den großen Feind finden sollen. Der ist Rom. Die Prophezeiung legt den Finger auf den Zeitpunkt im Lauf der Geschichte, an dem wir erwarten dürfen, dass er auftaucht. Die Teilung des römischen Territoriums in einen Verbund von Königreichen. Sie spezifiziert die Art der Macht, politisch, kirchlich. Sie spezifiziert ihren Charakter, gotteslästerlich, selbstverherrlichend, gesetzlos und verfolgend. Die Prophezeiung bemisst ihre Dauer, 1260 Jahre, und spezifiziert den Untergang. Die Herrschaft allmählich verzehren und schwinden zu lassen, um dann plötzlich für immer wegen seiner blasphemischen Annahmen zerstört zu werden, durch die Offenbarung der Herrlichkeit des Menschensohnes, die das Reich Gottes auf Erden einläutet. Darüber sprechen wir noch im 2. Thessaloniker Kapitel 2 und das kommt im 3. Vortrag an, dass wir uns das ganze Kapitel durchlesen werden. Also gehe ich da hier jetzt nicht näher drauf ein. Der Beweis, dass das Papsttum die beabsichtigte Macht ist, ist streng kumulativ. Wäre es die Antwort auf einen der vorgenannten Hinweise, also der Romanismus, na, dann gäbe es eine leichte Vermutung dafür. Wenn auf mehrere Punkte, dann gäbe es eine starke Vermutung. Wenn auf die Mehrheit,
eine überwältigende. Aber ist das Papsttum die Antwort auf alle genannten Hinweise, dann wird der Beweis, dass es die beabsichtigte Macht ist, unumstößlich. Es gibt keine einzige Klausel in der Prophezeiung, der nicht nachgewiesen werden kann, dass sie dem römischen Papsttum genau entspricht, außer der letzten, die noch nicht erfüllt ist. Die wird sich erfüllen, wenn unser Herr Jesus Christus endlich zurückkommt. Rom, das in seiner heidnischen Phase den buchstäblichen Tempel Gottes in Jerusalem geschändet und zerstört hat, hat in seiner päpstlichen Zeit den antitypischen geistlichen Tempel Gottes, die christliche Kirche, geschändet und zerstört. Wäre sie es Gottes etwa nicht würdig gewesen, vor dem Kommen dieser schrecklichen und antichristlichen Macht gewarnt zu werden und sie in all den Leiden, die sie von ihrer Tyrannei zu ertragen hätte, durch das Wissen um die Frage des großen und schrecklichen Dramas zu ermutigen? War es nicht richtig, dass die römische Macht, heidnisch und päpstlich, einen so überragenden Platz auf der Seite der Schrift einnimmt, wie sie es tatsächlich auf der Seite der Geschichte getan hat? Die 18 christlichen Jahrhunderte lagen offen vor dem Auge des allwissenden Gottes und keine Figur ragte in ihrem langen Lauf so deutlich heraus wie die des großen Antichristen, des kleinen Horns, das wir hier im Bild sehen. Die Feder der Inspiration skizzierte ihn in einigen kühnen, meisterhaften Strichen und das Porträt ist nicht zu verwechseln. In den noch folgenden Vorträgen, weil wir sind ja immer noch ziemlich am Anfang des Buches, werde ich Ihnen viel über die antichristlichen Lehren und die antichristlichen Praktiken des Papsttums zu sagen haben. Heute Abend haben wir nur die Grundzüge der Zeit des Belshazzar studiert, die eine breite Grundlage für das bilden, was folgen muss. Beachten Sie abschließend den Beweis der Inspiration durch diese wunderbare Prophezeiung. Konnte Daniel die Dinge voraussehen, die auf die Erde kommen? Wie sollte er auf die Idee kommen, dass es 4 universelle Reiche geben würde? Und nur 4, ja? Da möchte ich nochmal eben kurz nachhaken. Nur 4, keine 5. Es gibt kein jüdisches universelles Reich. Es gibt also keine Verschwörung der Juden, um die Welt zu regieren. Es gibt keine jüdischen Protokolle der Weisen von Zion. Es gibt keine Juden, die die Presse regieren, die die Filmwelt regieren, die die Banken regieren. Es gibt nur Juden, die von den Jesuiten an die ausführende Stelle gesetzt sind und die wir deswegen als äußere Darsteller wahrnehmen, aber die haben keine Macht. Die haben genauso viel Macht wie ein Schauspieler, das im Theater hat. Der hat nämlich nur die Macht, das zu spielen, was der Regisseur ihm aufträgt. Weil, stellt euch mal vor, ein Schauspieler spielt nicht das, was der Regisseur ihm aufgetragen hat, was im Skript steht, sondern was er will. Was glaubt ihr wohl, wie viele Folgen der auf der Bühne stehen wird? Ja? Wie sollte Daniel auf die Idee kommen, dass es 4 universelle Reiche geben würde? Nur 4. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Rom heidnisch und Rom päpstlich. Und dass nach dem 4. römischen Reich, was die Welt noch nie zuvor gesehen hatte, ein Verbund von Königreichen entstehen würde, als halt das heidnische Reich in 10 Königreiche verfiel. Wie konnte er eine so seltsame und eigentümliche Macht wie das Papsttum darstellen? Wie konnte Daniel sich das vorstellen? Ein kleines, schwaches Königreich, das dennoch alle Königreiche kontrolliert. Ein kleines Horn, das aus den 10 Hörnern herauswächst und alle anderen Hörner kontrolliert. Eine menschliche Dynastie wie jede andere, die sich selbst gegen Gott erhebt und seine Heiligen abschlachtet. Eine menschliche Dynastie, weil das Papsttum ist nichts anderes als ein Königreich, nichts anderes als das Amt des Königs von England oder von Belgien oder von Dänemark oder von welchem anderen Land Könige regieren oder Kaiser. Der Papst ist auch nichts anderes. Der Papst ist, wie er selbst sagt, im Discorsi von Papst Pius dem 9. 1853, der Cäsar, der euch jetzt anspricht und dem allein Ehre und Treue zusteht.
Das Bild habe ich schon oft genug in Videos gezeigt, das suche ich jetzt nicht wieder raus. Der Papst ist der Cäsar. Ein Cäsar ist ein Kaiser. Eine Dynastie von Kaisern. Jeder Mensch, der sich auf diesen Stuhl setzt und den Titel trägt, ist der Nachfolger des Vorgängers. Genauso wie die Königin von England heute die Nachfolgerin des Königs von England davor war. Und so wie, wenn sie ablebt, ein anderer denselben Platz einnimmt und entweder ein neuer König oder eine neue Königin von England da regieren wird. Eine menschliche Dynastie, genau wie jede andere. Nur diese menschliche Dynastie des Antichristen erhebt sich selbst gegen Gott und schlachtet die Heiligen von Jesus Christus über Jahrhunderte ab. Eine Macht, die so böse ist, dass der Himmel selbst für seine Zerstörung bewirkt wird und die ganze römische Erde um ihrer selbst willen ruiniert wird. Angenommen, das war für einen Moment eine Skizze aus der Fantasie. Wie kommt es, dass die Geschichte es so wunderbar realisiert hat? Wir müssen uns da eben drüber im Klaren sein. Wir lesen die Geschichte von Daniel im Kapitel 2 und im Kapitel 7. Wir lesen von der Metallstatue, von dem Haupt aus Gold, von den Armen und den Schultern aus Silber, von dem Bauch und der Hüfte aus Bronze oder Messing, wie Michael mich immer schön korrigiert, und die Beine aus Eisen und Füße vermischt aus Eisen mit Ton. Und wir sehen die vier Tiere in Daniel 7, die dasselbe darstellen, aber die Symbolik ist anders. Wir sehen den Löwen aus Babylon, wir sehen den medopersischen Bär, wir sehen den Leoparden aus Griechenland und wir sehen das unbeschreibliche Biest mit 7 Köpfen und 10 Hörnern als das vierte Königreich. Wie kommt es, dass wir das alles 2500 Jahre vor unserer Zeit heute bereits lesen konnten und dass wir dann, wenn wir jetzt in die Vergangenheit zurücksehen, was man ja damals nicht konnte, man muss ja warten, bis die Zeit vorbei ist, dass wir jetzt sehen, wie alles das sich genauso Wort für Wort auf den Tag genau erfüllt hat, wie Gott es vorgesehen hat. Wenn das Buch von Daniel im Jahr 2000 geschrieben worden wäre, dann würde ich sagen, das ist ja leicht, das kann ja jeder so schreiben. Aber es wurde im Jahr 500 irgendwas vor Christus geschrieben. Und dann mit einer solchen Genauigkeit die Dinge darzulegen, das spricht davon, dass der Autor dieses Buches unfehlbar ist. Und dann meine ich nicht denjenigen, der es niedergeschrieben hat, sondern dann meine ich denjenigen, der demjenigen, der es niederschreibt, eingibt, was er zu schreiben hat. Und genau das ist die Bibel. Sie ist die inspirierte Schrift Gottes. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Natürlich waren es fleischliche Menschen, die die Bibel tatsächlich hingeschrieben haben, aber was sie geschrieben haben, kam nicht von ihnen, sondern wurde ihnen durch den Heiligen Geist eingegeben. Und es gibt ja auch eine schöne Bibelstelle, an der das so gesagt wird. Das kann ja vielleicht einer von euch raussuchen, da können wir nachher in der Diskussion da mal kurz drüber sprechen. Weil es gibt ja immer wieder Leute, die meinen, die Bibel ist ja von Menschen geschrieben. Deswegen kann das ja nicht göttlich sein. Deswegen ist das ja alles irgendwo Betrug und Beschiss und Lüge. Aber genau diese Punkte in der Bibel bestätigen, dass Menschen eingegeben vom Heiligen Geist das geschrieben haben, was Gott ihnen eingegeben hat. Und Daniel hat vor 2500 Jahren das geschrieben, was wir bis jetzt alles gelesen haben. Und wenn wir heute in 2018 auf diese Geschichte zurückschauen, dann sehen wir, wie alles das, was er vorher gesagt hat, sich erfüllt hat. Und das kann niemals von Daniel selbst gekommen sein. Nein, das kommt von demjenigen, der sich selbst das Alpha und Omega nennt, der das Ende von Anfang bereits weiß. Von ihm kommt das und nicht von einem Menschen. Die Vorhersage brachte keine eigene Erfüllung, denn die, die sie erfüllten, verweigerten sich selbst ihre Anwendung. Sie waren nicht auf die Ereignisse abgestimmt, denn die Ereignisse begannen erst 1000 Jahre nach ihrer Veröffentlichung. Die Ereignisse wurden nicht von Menschen arrangiert, um der Prophezeiung zu entsprechen, denn sie erstreckten sich über 40 aufeinanderfolgende Generationen. Es gibt keine Lösung des Problems, außer der wahren. Zitat: Heilige Männer von früher haben geredet, als sie vom Heiligen Geist bewegt wurden. Tja,
Das ist die Stelle, die ich gerade eben angesprochen hatte. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also, dann braucht das keiner mehr raussuchen, das ist hiermit passiert. Er offenbart die tiefen und geheimen Dinge. Er weiß, was in der Finsternis ist, und das Licht wohnt bei ihm. Daniel, Kapitel 2, Vers 22. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. So lautet der Original-Bibeltext. Dann lasst mich euch feierlich auffordern, diesen heiligen Band zu verehren. Ja? Das Buch Daniel ganz spezifisch und die Bibel natürlich im Besonderen. Diesen heiligen Band, seine Warnungen zu beachten, die Urteile zu fürchten, die er anprangert, seinen Versprechungen zu glauben, seinen Geboten zu horchen, seine heiligen Vorhersagen zu studieren. Denn seid überaus versichert, dass es das inspirierte Wort des einzigen lebendigen und wahren Gottes ist, der, wie Nebukadnezar von alters her erklärte, ein Gott der Götter, ein Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse ist. Das bringt uns zum Ende des zweiten Vortrags. Nun weiß ich nicht, ob ihr bereits den dritten Vortrag verteilt bekommen habt in der Gruppe hier, Romanismus und die Reformation. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird das nach dieser Lesung nachgereicht werden. Ich werde das jetzt nicht machen. Ihr könnt ja, wenn ihr euren Schirm ganz groß macht über Skype, dann könnt ihr ja mit meinem Schirm, weil ich das ja teile, mitlesen. Und ich werde euch das geben, wenn die Lesung hier vorbei ist. Falls ihr das noch nicht gehabt habt, ich weiß nicht, ob ihr es bereits verteilt habt, dann wird das dann so passieren. Wir gehen jetzt über zu Vortrag 3 aus Romanismus und die Reformation. Wir hatten zuvor die Prophezeiung von Daniel in zwei Teilen bereits besprochen, mit allen Abweichungen, die dazugehören, mit allen Erklärungen, die dazugehören. Jetzt gehen wir über zu Paulus und wir gehen natürlich nach Paulus über zu Johannes. Genau. Paulus' Prophezeiung des Romanismus ist auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen, wie gesagt, ich hatte hier schon kurz reingeguckt, hier unten gehen wir in Timotheus und Thessalonika und wir werden drei Kapitel aus der Bibel lesen und auch ein wenig hier und da besprechen, weil ich finde das unglaublich wichtig. Ja? Bibelstudie ist so wichtig. Ich sage es immer, lest eure Bibel. Und zu diesem Buch, Romanismus und die Reformation, gehört auch dazu, das ist zumindest meine persönliche Überzeugung, wenn ich dieses Buch lese und bespreche, und hier werden wichtige Bibelstellen angeholt, dann will ich da nicht nur die hier und da die Verse rausziehen und besprechen, sondern ich möchte dann mal das ganze Kapitel im Zusammenhang lesen, dass man wirklich ein wunderbares Verständnis dafür entwickeln kann. So wichtig ist dieses Buch, dass man es zusammen mit der Bibel lesen muss und dann wirklich das absolute Verständnis dafür erreichen kann. Wirklich das lernen kann, was Gott daraus vorgesehen hat, was wir daraus lernen sollen. Also, Paulus' Prophezeiung des Romanismus für die nächsten 15 Seiten. Sie werden sich erinnern, dass ich in meinem letzten Vortrag, den wir gerade eben gelesen hatten, über Daniels Prophezeiung erklärt habe, dass die drei Vorsehungen des Romanismus dargestellt in den Prophezeiungen von Daniel, Paulus und Johannes drei unterschiedliche Charaktere haben. Daniels Prophezeiung gibt vor allem die politischen Beziehungen und allgemeinen moralischen Merkmale an. Ja, da hatten wir ja von gesprochen. Wir hatten von den vier Königreichen gesprochen, wir hatten von Rom gesprochen, dem Romanismus, wie sich das politische Königreich dahinter versteckt und so weiter und so weiter. Ja, das war in Daniel. Paulus stellt die kirchlichen Beziehungen und religiösen Merkmale vor. Da wird es natürlich sehr interessant, weil da kommen wir unglaublich viel verkehrte römisch-katholische Falschlehre gegen. Und Johannes in der letzten Prophezeiung zeigt durch die beiden zusammengesetzten Hieroglyphen, also mit Hieroglyphen sind hier die Symbole gemeint, die er verwendet und die wir im nächsten Vortrag betrachten werden. Die Kombination beider Aspekte, eine politisch-kirchliche Macht.
Es wird doch immer gesprochen von Staat und Kirche kombiniert. Und wie Staat und Kirche eigentlich getrennt sein sollen und wie sie das früher in vielen Königreichen auch war, wie zum Beispiel in Babylon, da gab es neben dem König auf der einen Seite das Priestertum auf der anderen. Genauso war es in Medo-Persien, genauso war es in Griechenland und genauso war es im heidnischen Rom. Erst Julius Caesar war der erste Kaiser im römischen heidnischen Reich, der sich als Pontifex Maximus als Gott hat verehren lassen. Davor gab es keine kaiserliche Gottesverehrung im römischen Reich. 44 vor Christus, also knapp vor Christus seiner Geburt und etwas über 500 Jahre vor dem Fall des römischen Reiches. Und auch nicht alle römischen Kaiser im Nachhinein haben diesen Titel angenommen und akzeptiert. Aber Julius Caesar war der Erste. Ja? Also, die Kombination beider Aspekte, die politisch-kirchliche machen. Jetzt haben wir halt das Politische in Daniel besprochen, jetzt besprechen wir das Kirchliche. Es wird sehr interessant. Er zeigt auch die sich wandelnden Beziehungen zwischen den kontrastierenden und doch vereinten Elementen. Eisen, das sich vermischt mit Ton, aber die beiden kleben nicht aneinander. Während ihrer langen gemeinsamen Karriere und sagt das unverwechselbare Schicksal eines jeden voraus. Das sehen wir hier gerade mit der Statue, die vom Stein in den Füßen getroffen wird. Daniel Kapitel 2. Das ist das unverwechselbare Schicksal eines jeden. Hier das unverwechselbare Schicksal des letzten und damit auch aller dieser menschlichen Königreiche, die je auf der Erde regiert haben. Es darf nie vergessen werden, sagt der Autor, dass das römische Papsttum lange Zeit eine absolute, eine unbegrenzte, eine tyrannische Monarchie, eine weltliche und eine säkulare Regierung war. Es hat seine territorialen Herrschaften, es hat seine Provinzen, Städte und Metropolen. Es hatte seinen Hof, seine Adligen, seine Botschafter, seine Armee, seine Polizei, seine Legislative, seine Rechtsprechung, seine Gesetze, seine Anwälte, seine Gefängnisse, seine Einnahmen, seine Steuern, Kirchensteuer zum Beispiel, seine Schatzkammer, seine Währung, seine Arsenale, seine Festungen, seine ausländischen Verträge und seine ehrgeizigen, egoistischen Pläne und seine Politik, ebenso wie jedes rein weltliche Königreich. Alles das hat der Vatikan auch, aber es war zugleich etwas ganz anderes. Es war das Haupt der lateinischen Kirche. Es war eine große kirchliche Macht. Es war sowohl eine Religion als auch eine Regierung. Als solche hatte sie ihre Diözesen und Pfarreien, ihre geistliche Hierarchie von Erzbischöfen, Bischöfen, Priestern und Diakonen, ihre theologischen Schulen und Hochschulen und Professoren, ihre Äbte und Dekane, ihre Städte und Synoden und Sektionen, ihre Mönchs- und Nonnenklöster, ihre Bettelorden, ihre Dienste und Sakramente, ihre Glaubensbekenntnisse und Konfessionen, ihre Lehren und Disziplin, ihre Buße und ihre Strafen. Tja, wir müssen uns eben mal ein Ding deutlich vor Augen führen. Diese Diözesen, die hier nur mit einem kurzen Wort erwähnt sind, sind an der Basis dessen, was wir allgemein die Schattenregierung nennen. Ich hoffe, ihr wisst, was damit gemeint ist. Viele Leute sagen ja, wir haben natürlich die offizielle Regierung. In Deutschland hier haben wir jetzt die politische Regierung von, im Augenblick ist es die Frau Merkel, die da oben als Kanzlerin ihre Rolle spielt. Davor war es ein sicherer Gerhard Schröder und wir hatten davor andere Leute wie Helmut Kohl und Helmut Schmidt und Willy Brandt und Kiesinger und Adenauer und wie sie nicht alle hießen, oder wenn ich sie nicht alle genannt habe inzwischen, das sind alles nur irgendwelche Puppen, die eben an den Stringen tanzen da und ihre Rolle spielen, ja. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, den habe ich jetzt natürlich wieder vergessen, das ist wieder typisch, Schattenregierung, Dankeschön, ja, Schattenregierung, da wollte ich drauf hinaus. Die Schattenregierung ist dann
Das, was ich gerade aufgezählt habe, ist das, was im Scheinwerferlicht steht. Das ist die offizielle Regierung. Und die Schattenregierung ist dann die Regierung, weil wenn jemand im Scheinwerfer steht, dann wirft er einen Schatten, stimmt's? Ein Schauspieler, der auf der Bühne steht und von einem Strahler angestrahlt wird, wirft einen Schatten. Und der Schatten macht genau das, was die Figur tut. Nun, in der politischen Welt des Antichristen ist es genau umgekehrt. Die Figur im Licht macht genau das, was der Schatten ihr vorgibt. Römisch-Katholizismus ist immer 180 Grad umgekehrt von der wirklichen Wahrheit. So wie die Lehre des Katholizismus 180 Grad umgekehrt ist von dem, was in der Bibel steht, so ist auch normalerweise die Figur im Licht, die den Schatten beherrscht, aber in der Schattenregierung ist es die Schattenregierung, die die wirkliche Regierung beherrscht. Und durch die Diözesen, durch ein Land in diese kirchlichen Herrschaftsgebiete aufzuteilen, weil eine Diözese ist ein Herrschaftsgebiet eines Bischofs. Und der Bischof ist der Vorgesetzte von den Priestern. Und die Priester sind das kleinste Element in der Gemeinde. Dadurch mache ich mir eine Regierung. Ich habe dann Diözesen, Erzdiözesen, ich habe Bischöfe, Erzbischöfe und ganz oben drüber habe ich einen Kardinal stehen oder ich habe einen Nunzio stehen, der höchste Vertreter des Vatikan in des betreffenden Landes. In Deutschland war es ja, wie ihr wisst, aus anderen Lesungen inzwischen Eugenio Pacelli zwischen 1917 und 1929, erst in München, dann in Berlin. Das ist die Organisation der Schattenregierung. Und die Politiker in dem jeweiligen Land, in den jeweiligen Bundesland meine ich jetzt, in den jeweiligen Diözesen, sind dem Bischof hörig und unterstellt. Erinnert ihr euch an, ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat, das ist ja ein englisches Video. Wollen wir eben gucken hier bei den Bildern. Ich habe da ein Video gemacht im Englischen über Donald Trump, drei verschiedene sogar, Donaldus Trumpius. Ich habe auch ein kurzes Video gemacht, das heißt They are laughing at you. Sie lachen euch aus. Das ist dieses Bild hier. Seht ihr ja, schön groß. Das ist von dem Al Smith Dinner genommen, das habe ich euch ja auch schon erklärt, was das ist. Ha? Al Smith Dinner hatten wir ja schon drüber gesprochen in dieser Lesung, glaube ich. Oder war es ein Hinter den Diktatoren? Ich weiß nicht, ich komme manchmal mit den Lesungen durcheinander. War wohl ein Hinter den Diktatoren. Alfred E. Smith war der erste katholische Präsidentschaftskandidat in den Vereinigten Staaten 1928. Wurde nicht gewählt, aber dem zu Ehren wurde ein Wohltätigkeitsdinner organisiert, das jedes Jahr im November in den Vereinigten Staaten von Amerika Platz findet. Und im November 2016 hat da der amerikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump, den ihr hier links seht, und links von Cardinal, wer ist das jetzt? Ist das Dolan oder Egan? Ich komme mit den Namen immer durcheinander. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer früher war und wer jetzt der Regierende ist im Augenblick. Also entweder ist es Cardinal Egan oder Cardinal Dolan. Einer von den beiden. Ist der Mitte in der Schwarze mit dem schönen dicken Kreuz da. Und auf der anderen Seite sitzt Hillary Clinton. Die Präsidentschaftskandidaten sind immer eingeladen in dieses Dinner. Und die lachen sich dann natürlich kaputt, halten da interessante Reden. Und da gibt es auch einige Videos drüber, über die Reden. Brad Norman hat das auch schon gemacht und hat da zum Beispiel die Reden hören lassen, wie Hillary Clinton zum Beispiel über ihren Vizepräsidentschaftskandidaten spricht, der ja eine jesuitische Schule hatte, also jesuitisch geschult war und wo sie dann ganz deutlich sagt, wir leben hier für das jesuitische Motto der Magistratur. Wie gesagt, wenn ihr Englisch könnt, schaut euch das mal an, ist ganz interessant. Ich habe halt das Video gemacht, They are laughing at you, also sie lachen euch aus, wie man das hier eben auch sieht. Das können die sich natürlich auch erlauben, so zu lachen, weil die wissen ganz genau, was mit der Politik im Grunde bewirtschaftet wird. Und der Kardinal hier, Egan oder Dolan, welcher das ja auch ist von den beiden, beherrscht diese beiden Puppen. Und das ist Amerika. Dasselbe gibt es in Deutschland, dasselbe gibt es in Spanien, dasselbe gibt es in Frankreich, dasselbe gibt es in jedem Land. Nicht überall kommen sie da so raus wie in Amerika, aber in anderen Ländern auch. Ja? Das ist die Schattenregierung. Und diese Schattenregierung ist aufgebaut durch diese Diözesen. Also, das ist im Grunde nochmal ein kleiner Ausflug jetzt erklärungsgemäß in, was wir bereits unter Daniel gesprochen hatten, weil da ging es ja um die politische Aktion des Antichristen. Ja? Also, es war sowohl Religion als auch Regierung. Und als solche hatte sie ihre Diözesen und Pfarreien, geistliche Hierarchie von Erzbischöfen, Bischöfen, Priestern und Diakonen, aber daneben dann eben auch ihre theologischen Schulen und Hochschulen, also Universitäten,
ihre Professoren und andere Sorten Lehrer, ihre Äbte und Dekane, ihre Räte und Synoden und Sektionen, ihre Nonnen- und Mönchskloster, ihre Bettelorden, ihre Dienste und ihre Sakramente. Ja, da müssen wir auch nochmal drauf eingehen. Was sind denn überhaupt Sakramente? Ist das Sakrament heilig? Ist das Sakrament etwas Biblisches? Nun, das Wort Sakrament stammt vom kirchenlateinischen Begriff Sacramentum. Das heißt Heilszeichen, Heilsmittel, Heilsweg, sichtbares Zeichen der verborgenen Heilswirklichkeit ab. Die lateinische Wurzel sacer bedeutet heilig, unverletzlich. Das Wort Sacramentum wird in der Theologie als lateinische Übersetzung des griechischen Wortes Mysterion, Geheimnis, neben dem latinisierten Wort, griechischen Wort Mysterium verwendet. Und alleine schon diese Wurzel des Wortes sagt uns ganz deutlich, das kann nicht biblisch sein. Sakrament, das Wort, die Bedeutung, die Handlung, kann nicht biblisch sein. Ja, warum denn nicht, Jörg? Was steht denn da, was so antibiblisch ist? Das Wort Sacramentum wird in der Theologie als lateinische Übersetzung des griechischen Wortes Geheimnis verwendet. Jesus Christus hat nichts im Geheimen getan. Im Gegenteil, er verabscheut alles, was im Geheimen getan wird. Und in der Bibel steht ganz deutlich geschrieben, dass alle Taten, die im Geheimen und in der Dunkelheit getan werden, ans Licht geholt werden. Am Tag des Urteils. Ja? Nichts wird dann noch geheim bleiben. Gott ist nichts geheim. Gott verbirgt nichts. Gott wirkt nicht mit Geheimnissen. Und das Wort Sakrament baut sich eben auf dem griechischen Wort Mysterion, Geheimnis, auf. Und daher wissen wir, es kann nicht biblisch sein. Es gibt dazu einen Wikipedia-Artikel, den kann man natürlich, wenn man Sakrament googelt, selbst raussuchen. Oder ich lasse ihn hier drin stehen, dann könnt ihr das rausmachen, könnt euch das raussuchen. Und wenn ihr diesen Artikel lest, dann bitte, bitte mit gutem biblischen Urteilsvermögen und dem biblischen Verständnis wahrnehmen, weil wir reden hier über Wikipedia. Wir reden hier über eine frei zugängliche Quelle. Und natürlich reden wir über eine Quelle, die hauptsächlich von Leuten gespeist wird, die im Antichristensystem antichristlich denken und agieren. Das muss man immer berücksichtigen, wenn man Wikipedia-Artikel in diesem Zusammenhang liest. Also, beide hatten ihr Zentrum in der Stadt der Sieben Hügel. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass das nur Rom sein kann. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, weil es gibt noch viele andere Städte, die meinen, dafür in Anmerkung zu kommen. Aber es gibt ja viele Punkte, die gleichzeitig mit den sieben Hügeln zur Identifikation dienen. Und es gibt nur eine einzige Stadt, auf die alle Identifikationsmerkmale neben den sieben Hügeln zutrifft. Und das ist Rom. Ja? Und beide betrachteten den römischen Papst als Oberhaupt. So wie in den alten heidnischen Zeiten die Cäsaren selbst sowohl Kaiser als auch Hohepriester der Nationalreligion waren, wie ich gerade sagte, ab Cäsar, also Julius Cäsar, so waren die Päpste im Mittelalter Quelle der Autorität sowohl im Königreich als auch in der Kirche. Die kirchliche Stellung der Kaiser war jedoch eher ein Name als eine Realität, während die der Päpste am realsten war. Sie, die Päpste, waren praktisch und effektiv in beiden Bereichen an der Spitze. Und deswegen haben ja auch die Päpste die Kaiser gekrönt. Und ein Papst, der einen Kaiser krönt, kann einem Kaiser auch die Krone wieder nehmen. Niemand hat den Papst gekrönt, außer diese kleine Kongregation von Kardinalen, wie wir das die letzten Jahrhunderte kennen, die den Papst sozusagen wählen. Die krönen ihn einmal, aber die können ihn nicht mehr absetzen, weil einmal, wenn er gekrönt ist, ist der Papst souverän. Siehe die Bulle Unam Sanctam von Papst Bonifaz dem 8. von 1302. Ja, das Video dazu muss ich immer noch machen, aber es haben sich inzwischen so viele andere Dinge angestaut, die ich auch noch machen muss, das wird noch eben dauern. Aber das Video von Unam Sanctam kommt, das verspreche ich euch.
In der babylonischen Zeit sah der Staatsmann Daniel vor allem den politischen Status des Papsttums. Der christliche Apostel Paulus sah und prophezeite aus seiner 500 Jahre zurückliegenden Sicht unter dem Einfluss des Römischen Reiches am deutlichsten den kirchlichen Charakter des kommenden Antichristen. Und heute Abend wollen wir letzteren Vorgriff auf den Romanismus betrachten. Wir wollen ihn als ein kirchliches System studieren. Ich muss Sie bitten, in aller Ruhe 3 oder 4 Stellen in den Schriften des Apostel Paulus zu studieren, insbesondere das 3. und 4. Kapitel seines 1. Briefes an Timotheus und das 2. Kapitel seines 2. Briefes an die Thessaloniker. Ohne jetzt weiterzulesen, hat der Autor selbst uns aufgefordert, dafür zu sorgen, dass wir diese Bibelstellen, die er hier anführt, wie sagt er hier, in aller Ruhe diese Schriften des Apostels zu studieren, in aller Ruhe. Und das werden wir jetzt tun. Wir haben noch eine knappe Viertelstunde. Ich denke mal, das wird zumindest für Timotheus reichen. Deswegen habe ich hier in einer Fußnote, nee, nicht Thessaloniker, falscher Klick, Timotheus vorbereitet. Und wir werden uns, Junges doch, und wir werden uns jetzt das 1. Timotheus Kapitel 3 und 1. Timotheus Kapitel 4 durchlesen, wo der Autor meint, dass hiermit wir von Paulus Prophezeiung deutlich verstehen werden, wie hier der Antichrist vorhergesagt wird, der hier zwischen Bill und Hillary Clinton übrigens eben steht. 1. Timotheus 3, und das ist kopiert natürlich aus der Schlachter 2000 Bibel. Voraussetzungen für den Dienst der Aufseher, Ältesten in der Gemeinde, das ist Bischof, ja, ein anderes Wort dafür ist Bischof. Es steht geschrieben, glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Und hier muss ich schon mal eben unterbrechen. Es kann ja nicht die Absicht sein, das nur so still runterzulesen. Man muss ja auch hier und da ein klein wenig erklären. Wenn wir uns noch mal eben das Bild hier angucken. Ja, hier haben wir das ein paar Jahre davor. Hier ist es Barack Obama mit seinem Gegenstander, wie hieß der wieder, da komme ich jetzt nicht auf seinen Namen, spielt auch keine Rolle. Das war dann halt hier der demokratische Präsidentschaftskandidat und hier der republikanische. Und hier haben wir wieder den Kardinal, das ist das Bild von 2008, dasselbe als Mistener übrigens. Ja? Und hier haben wir Cardinal Dolan ist es, also der andere war dann Edward Egan. Hier haben wir dann nochmal Donald Trump und Hillary Clinton. Jetzt müssen wir mal eben verstehen, dieser, ich will jetzt ja nicht irgendwie beleidigend werden. Also dieser römisch-katholische Kardinal, der hier sitzt. Ein Kardinal ist eine Position über einem Bischof. Ja? Der ist also ein Aufseher in der Kirche, ein Älterer in der Gemeinde. Soll nach Paulus in 1. Timotheus Kapitel 3 welche Merkmale haben? Mann einer Frau. Ist der Kardinal verheiratet? Nein. Weil die römisch-katholische Kirche fordert ein Zölibat. Also ein Schwur, um sich nicht zu verheiraten von ihren Würdenträgern. Nüchtern? Naja, wenn man hier die Gläser sieht, da wird er wohl schon einiges von getrunken haben. Und außerdem geht es gar nicht so sehr um den Wein, den er da trinkt, sondern es geht eher um den Doktrinwein, ja, genau wie in Offenbarung Kapitel 17, Vers 2 beschrieben, ne? Von dem Wein der Unzucht sind die Menschen trunken, davon wird er auch ziemlich trunken sein. Besonnen, naja, anständig, na, er ist römischer Katholik und dann noch in der Hierarchie der römischen katholischen Kirche, ein Kardinal, dann kann er gar nicht anständig sein. Gastfreundlich, ja gut, zu den beiden, die da seine Untertanen sind, das ist er wohl. Fähig zu lehren, naja, wenn man sich seine Lehren anhören will, nicht der Trunkenheit ergeben, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, nicht gewalttätig, naja,
nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Also schaut euch das Bild an, schaut euch überhaupt die, zwischen Anführungszeichen, Würdenträger der römisch-katholischen Kirche an, schaut euch an, was für einen Lebensstil die führen und messt das an dem, was Paulus hier über die Leute sagt, die eben Älteste eine verantwortliche Position innerhalb der Kirche haben. Ja? Vergleicht das und kommt dann zu eurem eigenen Schluss. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Er ist nicht verheiratet, er hat keine Kinder, trifft auch nicht auf ihn zu. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig. Nicht doppelzüngig. Also, keine doppelzüngige Rede, keine Kasuistik, keine Sophistik und keine geistigen Reservationen bei irgendwelchen Schwüren. Nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch. Frauen, die nicht verleumderisch sein sollen. Womit wird denn in dieser Welt dafür gesorgt, dass die Frauen verleumderisch sind? Hat da irgendeiner eine Idee? Na, denkt doch mal an diese ganzen Frauenzeitschriften, die doch nur voll sind von diesen Nachrichten über sogenannte wichtige Personen, wo das doch nur um Gerüchte und Tratsch und Verleumdung geht, wo es darum geht, die privatesten Geheimnisse von Menschen ranzuholen, in die Öffentlichkeit und ans Licht zu zerren, eben doch nur mit der Absicht im Grunde, um sich daran zu ergötzen, wie die Leute in der Öffentlichkeit dargestellt werden, um sie im Grunde zu verleumden. Das ist natürlich ein Charakterzug, der wahrscheinlich bei Männern auch so ist, aber ich glaube ganz deutlich weniger ausgeprägt. Deswegen gibt es so viele Frauenzeitschriften. Und daran sind nicht die Frauen schuld, sondern daran ist das System schuld. Die Frauen lassen sich nur dazu verführen, genauso wie Eva von der Schlange verführt werden konnte. Was muss man da eben dabei sehen? Sie sind nun mal das schwache Geschlecht und sie brauchen die Führung ihres Mannes, ihres Ehemannes. Aber welcher Ehemann kann denn heute noch seine Frau so führen und geistig führen, wie es in der Bibel beschrieben steht als geistlicher Führer? Die meisten Männer können ja noch nicht mal sich selbst führen. Lass stehen, dass sie eine Frau führen können. Also das ist jetzt kein Vorwurf an die Frauen, aber sie verstehen vielleicht, warum das hier in der Bibel geschrieben steht, die Frauen sollen ehrbar sein und nicht verleumderisch, warum sich genau der Antichrist diese Dinge zu Nutzen macht und die Frauen eben verleumderisch, mehr oder weniger schon fast, erzieht. Sie sollen nüchtern sein und treu in allem. Die Diakone sollen jedermann einer Frau sein. Ein Mann einer Frau. Ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Meine lieben Brüder und Schwestern, die ihr hier Mitglied seid der Lesung von Romanismus und Reformation und die ihr diese Worte von mir in der Bibel gelesen seht. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Was antwortet ihr den Spöttern, die meinen, Jesus Christus war nicht oder ist nicht Gott?
Wir haben Johannes, das erste Kapitel. Ich schlage es mal eben in meiner Bibel hier auf, die ich hier liegen habe. Muss ich mal kurz ein wenig blättern, Entschuldigung, so dünne Seiten. Die König James schlägt sich bei mir leichter auf als die Schlachterbibel, aber trotzdem. Wir gehen eben kurz, ganz kurz nur, in das erste Kapitel des Johannes. Mal eben ein anderes Bild machen. Ja, da steht geschrieben, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und so weiter. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und jeder, der die Bibel kennt, identifiziert Jesus Christus mit das Wort. Aha. Das Wort war Gott, steht in Johannes. Und in Thessalonica, Timotheus lesen wir hier, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. War Jesus Christus, ist Jesus Christus Gott? Muss ich nicht weiter beantworten. Ne? Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündet unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Wir wollen noch eben die nächsten 16 Verse aus dem 1. Timotheus Kapitel 4 lesen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Ja, ich denke, dass wir alle, dass uns allen das Herz davon überläuft, von Menschen, die wir in unserem täglichen Leben begegnen, die auf die genau das zutrifft, was hier steht. Ich habe diese Woche das noch mitgemacht, oder letzte Woche das noch mitgemacht. Da war ich beim Kunden, dem habe ich Weine geliefert und mit dem habe ich 6 Stunden lang diskutiert über Evolution und Jesus Christus und Geschichte und alles drum und dran. Und der kam mir immer nur mit, aber die Wissenschaft sagt doch dies und das sind doch alles schlaue Professoren und Doktoren und Menschen und die Wissenschaft sagt dies und dann stimmt das doch und so weiter und so weiter. Ja, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Und genau das ist, was wir heutzutage in der sogenannten Wissenschaft haben. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten, also wenn das kein deutlicher Hinweis auf die römisch-katholische Kirche und das Gebot des Zölibats ist, dann weiß ich es auch nicht. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Also glaubwürdig ist Jesus Christus und aller Annahme wert, denn das Wort ist Jesus. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, wenn wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend,
sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe. Sei ein Vorbild im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Nicht in dem Gelöbnis des Zölibats, aber in der Keuschheit, dadurch, dass du dich an die wirkliche Ordinierung der biblischen Ehe hältst. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen. Also, das heißt, das Vorlesen aus der Bibel, das Lehren aus der Bibel. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Und mit dem Vers, bis ich komme, meint natürlich hier Paulus sich selber, bis er kommt, den Leuten das nochmal in persona zu lehren. Wir können das aber genauso gut verstehen, bis Jesus Christus wiederkommt. Damit sind wir zum Ende gekommen des Auszugs aus der Bibel für heute. 1. Timotheus, Kapitel 3 und 4. Und wir werden nächstes Mal mit dem zweiten Brief an die Thessaloniker fortfahren, der uns weiterhin ganz deutlich das kirchliche System zeigt, dass der Antichrist ist, der Wolf im Schafspelz, wie hier passend im Bild steht, weil das ist dein Pastor, ja, der Wolf im Schafspelz. Und wir werden nächstes Mal mit den Thessalonikern fortfahren in der 10. Lesung von Romanismus und die Reformation, dem deutschen Christen vorgetragen, aufgrund einer Übersetzung von Maximilian, der sich so wahnsinnig ins Zeug gelegt hat. Für den möchte ich bei unserer Diskussion gleich mal um einen kleinen Applaus bitten. Ich weiß, es geht nicht darum, was er gemacht hat, aber was er im Geiste oder durch den Geist für uns alle macht. Aber trotzdem, ich meine, es kann ja nun nicht verboten sein, jemanden, der sich so dafür einsetzt, um das Wort Gottes in der Form von einem geschriebenen Buch von Henry Gerton Guinness unter die deutschen Christen zu bringen, um dem mal einen kleinen Applaus zu zollen. Und ich hoffe, dass euch auch aufgefallen ist, wie wichtig es ist, ein Buch wie Henry Gerton Guinness' wunderbares Werk Romanismus und Reformation zusammen mit der Bibel zu lesen und eben solche Bibelstellen wie gerade eben dann auch mal ganz vorzulesen und dafür zu sorgen, dass diese Vorlesung auch immer einen biblischen Bezug hat. Ich schreibe in die Beschreibungsbox des Videos immer rein, dies ist neben der Bibel das wichtigste Buch, das ich je lesen werde. Verpasst diese Lesung nicht. Verpasst auch sicher die Lesung der Bibel nicht. Studiert eure Bibel, weil in ihr offenbart sich Gott uns. Und wir können keine persönliche Beziehung zu unserem Gott haben, wenn wir ihn nicht kennen. Und wir können ihn nur kennenlernen, wenn wir sein Wort studieren. Das ist die Bibel. Bis zum nächsten Mal. Studiert eure Bibel. Maranatha.